Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Wolfenstein mit unserem kleinen lustigen Lasercutter, den wir jetzt haben. Ja, wahrscheinlich wird vielen von euch letztes Mal gleich in den Sinn gekommen sein. Können wir denn damit überhaupt auch an Leuten rumschnitzeln? Das weiß ich nicht. Mir stellt sich ja die Frage, auf welcher Schnelltaste liegt das Ding? Auf der 7, okay. So, ja, hier. Ja, war schlecht jetzt irgendwie mit rauskommen. Gucken wir mal hier hinten. Wie das hier so aussieht. Nichts übersehen. Nicht. Ich hoffe nicht. Jetzt habe ich mich voll erschreckt, die Schweine, ey. Halte zum Schneiden nur aus 1 gedrückt. Ich denke, der hat keine Batterie. Ach hier, diese Zäune, ja. Ach so, da hat er wieder Batterie dann. Jetzt ist er voll. Ja, sieht natürlich schon gut aus, ne? Sparen wir hier irgendwo Weg. Und uns hier mal noch ein. Reicht das? Ja, geil. Sie fragen, wie groß muss das Loch sein? Und ist ein Kreis schlauer? Wie, jetzt reicht nicht. So wie eine Ecke? Ja, echt wie eine Ecke, also. Gut, für mich ist es wahrscheinlich besser, ein Viereck rauszuschneiden. Bin da nicht so geschickt im Kreise machen, wie man eben gesehen hat. Aber gut. Wir werden gucken, wie wir das einsetzen können. Guck mal einer, schau, was ist denn das hier? Gibt's hier was Absoluten? Ah, hier kann man mal aus dem Fenster gucken. Blöd. Blöd gelaufen irgendwie, aber wenn wir uns auch nicht damit aufhalten. Okay, ich denke mal, wir sollen darüber springen. Hat geklappt. Und jetzt scheint es hier mehrere Möglichkeiten zu geben, Fenster zu öffnen. Hier sind wir hinter diesen Menschen. Vielleicht sind wir da vorne schon wieder ganz woanders. Ja, komm. Wir machen mal auf sicher. Auch genau vor die Tür, wo die Kamera ist, oder was? Hier sind eh Kameras. Ja gut, dann hat sich das ja auch erledigt. Mit dem Sneaky sein. Ist er hier? Nö, nö. Hey, alles was ist? Sieht er den natürlich, ne? Was ist? Oh!
Die haben das natürlich nicht bemerkt, dass ich da die Leute abgestochen habe, ist ja klar. Das ist so eine komische Rüstung überhaupt immer, die in so einem Stab drin ist. Wie habe ich mir sowas vorzustellen, eine Stabrüstung? Also, da hängt noch was Blinkendes an der Wand, das könnten wir mitnehmen. Aha, eine Karte. Ja, wir müssen hier rechts rein. Talarsteine. Ist vorbeigelatscht. Nee, Kippe. So, was ist mit hier hinten? Da ist noch so eine Räumlichkeit. Weiß nicht, ob wir da hin müssen. Aber wir haben ja sowieso noch so einige Aufgaben zu erfüllen. Von daher ist es nicht verkehrt, auch mal so einen schlafenden Hund zu wecken. Entschuldigung, kann ich mich nicht verkneifen. Ah, da sind wir geslidet. Ja, das Telefon irgendwo geklingelt. Telefoniert er? Los hier, Bastard! Ach, fuck, ich wollte noch gar nicht raus. Schichtwechsel, wir sind spät dran. Eine Minute! Ich wollte da drin suchen. Genau eine Minute, Hans. Dann müssen wir aber los. Ja, ja. Nach rechts. Hey, du da. Komm schon. Vorwärts. Du faule Drecksau, beweg dich. Verdammt. Ich zeig's dir, du faule Sau. Los! Du bist ja nicht zum Faulenzen. Raus! Schnell, vorwärts! Ich zeig's dir, du! Ich zeig's dir, du! Vorwärts! Wir haben ja einen typischen Umgangston hier. Aufstehen! Vorwärts! Hey, du! Entschädige! Vorwärts! Glaubst du kannst hier faulenzen? Nach links, komm schon! Du Drecksau, los, los, los! Du Drecksau! Los! Na los! Ich werde versuchen. Hans, komm schon, lass uns gehen! Das war jetzt ein Dolle. Stahl. Stein. Beton. Mein Wald. Gibt es überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das sich zu retten lohnt? Verzweiflung. Tyrannei. Ein endlos mächtiger Feind. Ob meine alten Kameraden noch am Leben sind. Vorsicht! Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein. Und ich verspreche euch. Los, 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 dreckiges Pack! Freunde, wenn sie euch hier festhalten, werde ich euch finden und befreien. Da oben sieht's schlecht aus. Ist wohl sicherer, unbemerkt auf dem Dach weiterzugehen. Ich wollte gerade fragen, wie sich das wohl vorgestellt hat. Okay, erstmal aufs Dach. Regiewachen muss aufs Dach schleichen und sehen, ob ich von da aus hineinkomme. Okay. Kann ich in den Transporter? Nein, okay. Kannst du mal so ein bisschen umgucken. Alter, hier ist wieder so ein krasses Viech. Da ist noch so ein krasses Viech. Überwachungskameras. Scheinbar auch mit irgendwelchen Laserziels. Selbstschusseinrichtung. Nehme ich jetzt mal so an. Ach,
Was ist denn das hier? Ein komischer Draht. Stromkabel. Okay, da wird es weitergehen. Da ist eine Karte. Links um die Ecke könnte man gehen. Ne, dann gehen wir mal nicht links um die Ecke, sondern gucken wir mal hier. Ob wir hier was finden können. Dann blinkt zum Beispiel schon wieder irgendwas. Das ist wahrscheinlich so eine Energiestation nochmal. Na, dann müssen wir hier lang. Wo die unauffällig gelb markierte Leiter leuchtet. Schöne Sachen haben sie ja schon immer so zum Freischalten, ne? Muss man ihn ja lassen. Ja, da ist eine Wache. Der blutet noch ein bisschen nach. Genau, ich wollte gerade fragen, was hätten wir denn jetzt hier so? Also, das ist Bakterie aufladen. Sind das alle Wiesen auf Widerstandskämpfer? Sind die nur nach anderen? Ach, jetzt sollen wir die Ketten zerschneiden, okay. Ich wollte aber eigentlich ein bisschen gucken, was sie unten machen. In den Zellenblock, was? J2, glaube ich, ne? Also, erstmal hier kaputt schneiden. Das dauert hier ewig. Ich würde da gerne mal ein bisschen auf Leute mit einschneiden. Aber im Moment bin ich noch eher so dabei. Das war jetzt Dance-Kills zusammenkriegen. Ja, da lang zu gehen macht jetzt keinen Sinn, oder? So weg, ja. Aber ich kann ja nicht weiter durch, oder? Muss doch hier irgendwie jetzt in den Untergrund, denke ich mal. Oh nee, ich muss mich da bestimmt durchschneiden. Weil es timingmäßig wahrscheinlich schon scheiße. Halt wie, was hier los? Scheiße. Der merkt natürlich nicht, dass da ein Loch drin ist. Wie auch. So, Kesselraum überwacht. Manometer. So ein Schleichzeug. Da ist schon wieder einer. Hey, du! Komm her! Nicht ernsthaft jetzt, oder? Einer! Komm auf!
Okay, das war's mit unserer coolen Rüstung. War jetzt aber ja natürlich auch nicht so mega unauffällig. Ich verlocke dieser Schacht. Fuck, 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 fuck. Okay, 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 okay. Ich bin der Kenny. Ich geh mich lang. Nee, da. Hab mich noch nicht gesehen. Die Frage hier, man kann sich jetzt hier ein Loch reinkappen. Kann dann theoretisch gesehen runtergehen, ne? Ah, das ist ja. Also das finde ich krass. Das eröffnet einem natürlich viele Wege. Jawohl. Das lohnt sich natürlich. Okay, jetzt muss ich hier wieder hoch. Jetzt kommen wir irgendwie an einer ganz anderen Stelle raus. War das der Typ? Achso, jetzt sind wir hier an der Stelle, wo wir unser Loch gemacht haben. Ja, genau. Cool. Denn hätten wir den wahrscheinlich gar nicht um die Ecke bringen müssen. Oder? Ach, in die Karte. Da geht's nicht lang, da geht's nicht lang. Geht's denn hier dann lang? Ah, hier lang. Aber es kann nicht schaden, einen mehr zu töten. Hat sich vorbildlich seine Schuhe abgetreten. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Wahrscheinlich kommen wir auf dem Pissoir raus. Ja, natürlich. Immer nur mit dem Messer wäre auch scheiße. Also, so sicher doch nur ein Messer. Und gespült. So, Signal entdeckt. Irgendwo ziemlich nah hier dran. Oh, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wahrscheinlich da drin in dem Raum. Da ist ein Köder. Da sitzt einer. Das ist ein Köder, der wird uns sonst zu gefährlich. Okay, da ist keiner. Mist, hier kann ich gar nicht rein. Kennt ihr? Ach, da waren wir gerade noch schnell genug. Ja, und mit dem Ausblick auf diesen hübschen Helm, denke ich mal, muss ich hier leider schon wieder die Folge beenden. Wir lesen noch mal kurz den Schnipsel hier.
Manhattan in 5 Jahren wieder bewohnbar. Oh, das scheint mal ein kleiner Atombombe gefallen zu sein. Radioaktive Wüste. Ja, ja gut, Fallout kommt ja bald. Da passt das natürlich dazu. Technologie könnte endlich den sicheren Einsatz von Atombomben ohne Umweltschäden ermöglichen. Ja, da freuen wir uns doch alle. Schlüssel können wir auch mal gut gebrauchen. Jo, Leute, und dann, nachdem wir den Zikadi auch noch gechärpert haben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.